Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Manchmal ist es etwas schwieriger, als man sich die ganze Sache im Vorfeld gedacht hat. Ich hatte euch ja im letzten Video erzählt, dass ich die Brücke unten links hinbauen möchte. Das wäre hier vorne in dem weißen Bereich. Da hatte ich ja den LKW durchgeschoben und alles hat schön gepasst und so weiter und so fort. Und dann kam die eigentliche Planung. Ich bin ehrlich, ich habe ja immer schon gesagt, dass ich, wenn ich was baue, ja immer direkt baue. Das heißt, bei mir gab es keinen Masterplan von Anfang an. Das heißt, wo ich das alles angefangen habe, habe ich gedacht, ja klar, hier kommt ein bisschen Schiene hin, da kommt ein bisschen Landschaft hin, das passt. Aber man kommt jetzt in die Phase, wo ich anfangen muss, tatsächlich zu planen. Denn wenn ich dieses Modul jetzt hier habe, was ich ausgelegt habe, hier mit Papier, dann muss ich ja auch dann irgendwo eine gewisse Grundplanung haben. Der Bahnhof vorne rechts, der ist da so ein bisschen verdeckt von meinem Arm gerade, das sehen wir aber nachher bestimmt alles noch. Dann musste ich die Schienen einzeigen, damit ich überhaupt erstmal so einen Grundplan habe, was ich wohin haben will. Weil es gibt ja auch oben links den Schrottplatz, ja, da muss ja angebunden werden. Dann brauche ich den Bahnhofsvorplatz irgendwo, wo Busse anhalten können, wo Autos parken können und so weiter und so fort. Und das muss ich natürlich alles jetzt versuchen, unter einen Hut zu bringen. Will aber auch nicht, dass alles überladen ist. Das heißt, ich wäre auf dieser kleinen Strecke, was heißt kleine Strecke, das Ding ist 1,50 Meter breit irgendwo und 60 tief circa, dieses Modulteil. Will es aber auch nicht überladen, überstopfen und das bringt es ja auch irgendwo nicht. Also habe ich mich für eine Hauptstraße irgendwo entschieden, die hier vorne führt, wir haben es ja mal kurz gesehen, eben zu diesem kommenden Tunnelbereich, komme ich nachher nochmal drauf. Hier sind zwei Bahnübergänge, der hinten existiert ja schon, der zu diesem Schrottplatz führt. Und hier vorne, wie ich die Brücke da so ein bisschen grob eingezeichnet habe, hinten beim Schrottplatz soll dann noch so ein Überladeteil da eingebaut werden, wo dann eben die Schrottteile verladen werden können. Das habe ich euch damals gar nicht erzählt. Das war aber schon alles da. Da habe ich auch so ein kleines Förderband schon. Da kommt also definitiv noch ein bisschen mehr hinten hin. Beleuchtung in das Gebäude rein. Das muss übrigens abnehmbar sein. Das Modul kann ja hochgeklappt werden, dass ich das Gebäude abnehmen kann. Das werde ich mit Magneten machen. Werde ich euch aber bestimmt auch ein schönes Video zu zeigen, wie ich das Ganze baue. Ja, jetzt kommt die Planung, die typisch Uli ist. Ich male im Grunde genommen, ihr seht es ja die ganze Zeit schon, mit Stiften auf. Ganz einfach. Ja, eine ganz einfache Sache. Und stellt dann mir die LKWs hin, sage, hier, bam, passt schon, da kommen Parkplätze hin. Da kommen nachher wahrscheinlich Autos rauf und keine LKWs an die Stelle. Das heißt, ich werde schmaler werden. Aber das ist ja eine Sache, die entsteht beim Bauen. Das ist mir jetzt egal, ob da jetzt 3 Parkplätze oder 4 Parkplätze oder 5 entstehen. Ich weiß es nicht. Wir werden nachher noch sehen, wie ich im weiteren Videoverlauf euch das zeigen, wie groß das nachher sein wird alles. Hier sehen wir jetzt mal wieder so ein bisschen, die Vorstellung ist die Brücke hier vorne, dann wo der LKW kommt, der Bahnübergang darüber, hinten der Bahnübergang, wo ich das Auto bloß mal so hingestellt habe, zum Schrottplatz, da werden dann wahrscheinlich LKWs fahren und dann die Hauptstraße nach rechts weg und nach vorne weg kommt dann nochmal eine kleine Verladestation. Hier hinten kommt, wie gesagt, der Überlade. Möglichkeit dahin, das heißt, die Züge fahren da drunter und dann kann da was draufgeladen werden, schön mit Beleuchtung, mit allen Pipapo, ihr kennt mich. Hier vorne sind ja die Gleise, das ist dieses kleine Gleisvorfeld, die Abstellung hier vorne, wo der eine Lok stehen kann und da hinten weg, wo der dicke schwarze Streifen ist, im Grunde genommen, wo da nochmal was verladen werden kann, da kommt eine Laderampe, deswegen habe ich auch da eine kleine Straße hingeplant, die hier vorne im Vordergrund so ein bisschen auf das Signal geht. Und habe so gewählt, dass das alles irgendwo von der Größe her passt. Und ich denke mal, das ist für eine Planung für mich völlig ausreichend. Mehr muss da nicht hin. Weil die eigentlichen Ideen, die kommen ja dann sowieso. Ich werde ja gleich die Straßen herstellen. Das werde ich euch gleich zeigen, wie ich das mache. Das mache ich übrigens in meiner neuen Werkstatt. Da habe ich also entsprechend viel Platz. Und da werde ich das Ganze dann vorbereiten. Hier sehen wir nochmal das Bahnhofsvorplatz irgendwo. Da, wo die gestrichelte Linie vom Bahnhof ist, da kommen dann entsprechend, ja, die Bushaltestelle hin und wie auch immer. Ihr seht, ich habe da mal ein kleines Auto draufgestellt. Das ist natürlich wesentlich schmaler als die LKWs, ist ja auch klar. Hier vorne, wie gesagt, nochmal die Lokabstellung. Dann rechts die Verlademöglichkeit. Das trifft sich ja hier vorne im Gleis dann beim Bahnübergang oder kurz vorm Bahnübergang. Und der LKW fährt im Grunde genommen Richtung der Unterführung, die da hinkommen soll. Jetzt muss ich natürlich noch gucken, bevor ich mich an diesen eigentlichen Bau ranmache von der ganzen Angelegenheit, von diesen ganzen Straßen, wie passt denn das von der Größe? Weil ich habe mir die Option offen gehalten oder vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es realisieren kann, vom Wendekreis her wollte ich ja das Falla-Fahrsystem hier noch mit einbauen. Aber ich bin ja links und rechts begrenzt.
Das muss ich sehen, da halte ich euch auf dem Laufenden, was ich da eventuell machen werde. Jetzt sehen wir schon in der neuen Werkstatt habe ich hier zwei so eine großen Matten da liegen. Das sind also tatsächlich diese ganz großen. Also es ist wirklich viel Platz, das ich da habe. Und schneide oder habe mir jetzt diese Hartschaumplatten ausgesucht. Die sind so, weiß gar nicht, 2 mm dick oder sowas, die weiße Platte da oben rechts. Und habe natürlich jetzt mir die Straße als Schablone ausgeschnitten. Ihr seht es jetzt hier, wo ich dann im Grunde genommen das auf diese Platte auflegen kann. Ursprünglich hatte ich gehofft, dass ich so große Platten habe, dass ich alle das ein Stück machen kann. Geht nicht. Ganz so groß habe ich es dann auch nicht da. Ich glaube, die ist hier so 1 Meter lang oder sowas. Und muss dann eben auf der linken Seite dann entsprechend ein bisschen was dazu stückeln. Das mache ich aber auch gleich, werden wir sehen. Und ich sag mal, das kommt genau an den Kreuzungsbereich, an die Seite ran. Das sollte man später nicht mehr sehen, wenn das dann schön verspachtelt ist und danach gestrichen wird. Sollte das alles unsichtbar sein, dann passt das irgendwo. Jetzt übertrage ich das Ganze. Ihr seht, ich mache das alles frei Schnauze. Ich lege hier kein Lineal an. Ich mache gar nichts. Klar habe ich die Schablone da mit der entsprechenden Größe. Und jetzt mit dem Messer ziehe ich auch frei. Ja, ich habe da keinen Anschlag irgendwo dran. Das möchte ich nicht. Das soll alles homogen sein. Das soll also alles irgendwo eine Straße sein, die natürlich gebaut worden ist. Also was heißt, die werden schon gerade gebaut, ist ja klar. Aber sie hat hinten so eine leichte Kurve und das soll alles ein bisschen so. Ihr wisst, ich habe eine Steampunk-Welt. Hier muss nichts perfekt sein. Ich brauche keine Straße, die mit dem Lineal gezogen dann nach hinten führt. Gefällt mir nicht, möchte ich nicht. Weil wir haben schon bloß so kleine Platten und wenn ich die auch noch im, oder kleine Anlagen, und wenn ich die auch noch im Raster baue, bin ich kein Freund von. Hier links, wo mein Daumen ist, da ist übrigens der, oder jetzt hier, was ich jetzt ausschneide, ist der Parkplatzbereich, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und wie ich ihn gestalte, was ich dahin mache, ist mir völlig egal, wer ich sehe, wenn es gebaut wird. Ich brauche die Größe, ich brauche, dass ich eben das dahin machen kann. Und wenn es mich später reitet oder rubbelt und ich sage, nö, ich will doch keinen Parkplatz, dann schneide ich ihn ab. Sag ich ganz ehrlich, so einfach geht das, ja. Genauso gut kann ich auch noch Straßen hinzufügen. Hier vorne, was ich gerade abgemacht habe, das ist der Bereich, wo es der Bahnübergang zum Schrottplatz ist. Da hinten ist diese Abstellgeschichte eben gewesen, wo ich gerade geschnitten habe. Und das musste man mit dem Messer so 2-3 Mal nachschneiden oder ordentlich aufdrücken, wie auch immer. Das ist schon alles ziemlich leicht irgendwo zu bearbeiten. Ich wollte es ja eigentlich erst mit Lasercut machen. Da habe ich gedacht, nö, warum eigentlich? Das heißt, ich habe den anderen schon gemacht. Hier machst du das jetzt mal aus diesem Schaumaterial. Wir sehen, das Teil ist fertig und das passt. Und jetzt der linke Teil noch. Der sieht hier ein bisschen komplizierter aus, als er ist, weil das ist die Bahnstrecke mit eingezeichnet und habe dann auch entsprechend nur lediglich eingezeichnet, wie der Bahnbegrenzung sein soll, wo dann Schotter ist und wie auch immer. Ja, und jetzt schneide ich das praktisch aus. Und das Ganze ist natürlich dadurch, dass ich freie Schnauze mache, freie Hand mache, nicht freie Schnauze, freie Hand mache, ist das natürlich irgendwo nicht 100% passend, wenn ich es nachher aufsetze. Das werden wir auch gleich sehen, da kommen wir noch hin. Hier suche ich jetzt noch eine passende Platte raus, da habe ich eine gefunden. Die passt da genau hin, das kann man ja so ein bisschen verkanten, wie auch immer. Wunderbares Material, habe ich mal gekauft irgendwann als Restposten. Habe ich so einen riesen Karton gekriegt, da waren da, weiß ich nicht, 20 Kilo so eine Platten drin oder sowas. Reicht, ne? Braucht man sich nichts Neues zu kaufen. Das waren Abschnitte von der Firma. Alles super, alles schick. Hier sehen wir es jetzt mal auf der Platte. Das ist alles ein bisschen, muss man Obacht geben, das ist so ein bisschen verzerrt irgendwo alles. Bei die Perspektive. Ich habe versucht, nach hinten hin alles drauf zu kriegen. Deswegen sieht das so ein bisschen verzerrt aus. Ja, das ist wie gesagt ungefähr 1,60 Meter alles lang. Bis da hinten zu den Signalen. Und inklusive hier vorne das Teil natürlich. Und da ist auch die Schnittkamme, wie wir sehen. Und hier möchte ich es natürlich jetzt runterfummeln irgendwo durch die Unterführung. Jetzt ist natürlich der Part, dass ich sagen muss, es wird natürlich enger, wenn ich es drauflege. Aber hier an der Stelle werde ich im nächsten Video ansetzen. Da bin ich nämlich gerade beim Arbeiten, um die Unterführung irgendwo schön hinzukriegen, dass es alles toll aussieht. Dann muss die Brücke gebaut werden und. Da kommen so viele Sachen noch auf uns zu. Und jetzt sehen wir auch schon, dass ich hier noch was abschneiden muss, denn ich habe es größer geschnitten. Ja, der Uli ist schlau, ich weiß, nein, ich weiß nicht, aber ist egal. Und damit ich es eben anpassen kann, und so habe ich mir das alles gedacht, deswegen gehen die Straßen auch durch. Ich lege das nachher auf die Schienen oder so, über die Schienen drüber, die Bahnübergänge, das wird alles schön angepasst. Deswegen habe ich alles ein bisschen größer gearbeitet, als ich es wahrscheinlich zum Schluss brauchen werde, um irgendwo immer noch was abschneiden zu können, um irgendwas noch richten zu können, um das Ganze irgendwo noch ein bisschen mehr passend zu machen, weil das kannst du nicht alles in der Theorie planen, am Reißbrett, an den Rechner setzen. Ihr wisst, ich bin eigentlich der Typ, der alles immer versucht, möglichst ganz genau zu machen. Aber viele Sachen musst du im Vorfeld natürlich so ein bisschen von freier Hand machen, um einfach ein bisschen
ja, das wie gesagt natürlich aussehen zu lassen irgendwo und so gefällt mir das. Und das glaube ich, hätte ich am Laser-Cutter gar nicht so richtig hingekriegt. Da hätte ich es zwar 100% schneiden können, aber wahrscheinlich eben nicht dann auflegen und alles passt. Das ist irgendwo Theorie und Praxis, das kennt ihr alle selber. Ja, noch ein bisschen abgeklettert dann ringsrum, aber das wird man nachher eh nicht mehr sehen, weil die Straße, die wird nur aufgelegt. Übrigens ist da noch eine Folie drauf, das kommt dann alles ab, aber das zeige ich euch alles noch. Das wäre im Grunde genommen die Planung, die ich jetzt gemacht habe. Das sieht alles immer leichter aus, als es ist, aber man muss sich ja irgendwo Gedanken machen, wenn man irgendwas legt, wenn man irgendwas macht, wie könnte es danach irgendwie wirken und wie könnte man das danach irgendwie vernünftig hinbekommen, dass alles nochmal schick aussieht zum Schluss. Ja, hier sehen wir es jetzt, das wird unten drunter durchgeführt, auch hier vorne ist es zu groß, das passt schon, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eins von diesen beiden Videos hier oben noch angucken würdet. Jetzt habe ich genuschelt, was das Zeug hält und vielleicht einen netten Kommentar da lasst, was ihr da von dem ganzen Kram hier haltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich sag mal zwar wieder bis nächsten Freitag, aber ich hoffe, ich schaffe es. Also im Moment ist es ein bisschen eng von der Zeit her, aber ich hoffe, ich schaffe das. Ich mache das schon. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's schön gut. Bis dahin. Freitag 16 Uhr. Tschüss, euer Uli.